Da haben wir ihn reingeholt. Hallo Julianda, schön, dass du hier bist. Ich würde mal sagen, Stream geht los. Es sieht schon gut vorbereitet aus. Am besten stellst du dich einmal kurz selber vor für die Leute, die dich eventuell noch nicht kennen. Ja, wunderbar. Schön, dass ich da sein darf. Gerne. Also genau, mein Name ist Jan Lenzler. Ich bin Fotodesigner. Ich habe das Ganze mal studiert in Dortmund an der FH. Das damals noch auf Diplom, ist ein bisschen her. Okay. Und habe damals schon angefangen, bei der Firma Nikon so ein bisschen nebenher zu jobben. Das heißt, ich habe mir damit auch mein Studium finanziert. Sehr gut. Und habe dann aber irgendwann angefangen, Workshops und Vorträge zu halten für die und auch Vorträge zu entwickeln. Und nach dem Studium, seitdem arbeite ich als Fotograf, als Fotodesigner genau genommen, und arbeite eben für Gewerbekunden. Das heißt also nicht für Privatkunden, mache keine Familienfotos oder ähnliches, wo ich es total toll finde. Aber ich arbeite wirklich für Unternehmen und sorge dafür, dass sie ein gutes Bild abgeben. Und seit letztem Jahr eben halt ganz viel online und heute endlich bei euch mal in dem schönen neuen Studio hier. Ja, wir haben es extra schick gemacht, ist jetzt neu für die ganzen Streams entstanden und zum Glück kommt es auch ganz gut an. Und deswegen, du hast viel mitgebracht, du hast auch eine Präsentation mitgebracht, was ich gesehen habe. Da können wir gerne reinspringen. Und nochmal als Hinweis für die Leute, die zu Hause sind, wenn ihr Fragen habt, einfach direkt auf der Seite stellen. Wir leiten es weiter und dann haben wir auch ein schönes Thema, das sich durch den ganzen Abend zieht. Von daher stellt fleißig Fragen und wir machen das Ganze für euch fertig. Ja, ganz genau. Also stellt unbedingt Fragen jederzeit rein. Ich pausiere gerne die Sachen. Die Präsentation ist eher so ein roter Faden und auch an dich natürlich. Frag einfach rein, wenn irgendwas unklar sein sollte Genau. oder weiter wissen solltest. Ganz kurz vorab, die Präsentation, die gliedert sich in zwei Teile. Einmal geht es ein bisschen um die Hintergründe, also ein bisschen technisch. Also was ist ein Objektiv, also was ist da genau drin an Technologien? Ein bisschen was zur Geschichte von Nikon. Und im zweiten Teil gehe ich auf die einzelnen Objektive ein, die es jetzt aktuell für das Z-System gibt. Und eben aber auch auf Objektive über dieses F-System, was man eben nutzen kann. Also wir fangen jetzt gleich erstmal mit den Hintergründen an. Und vielleicht nochmal einmal der endgültige Hintergrund, sage ich mal, warum mache ich das eigentlich heute? Für mich persönlich war ein Grund, auf das Z-System zu wechseln, tatsächlich die Objektive. Das heißt also, Okay. ich habe das damals vor 2,5 Jahren vorgestellt, habe diese Kameras bekommen, damals noch eine Z6 und Z7 der ersten Generation und bin damit durch Deutschland gereist. Und damals gab es am Bodensee so ein Aha-Erlebnis. Da saß ich im Biergarten kurz vor so einer Händlerpräsentation und habe auch Spaß hier mit diesem Setup. Also das ist jetzt die Z6 II der zweiten Generation, aber damals eben mit der ersten Generation und diesem Objektiv so ein bisschen Spaßbilder gemacht von dem alkoholfreien Bier. Ich musste dann eben noch gleich den Vortrag halten und eben auch von dem Essen. Und ich war extrem angetan, wie scharf das ist, bis zum Randbereich hin. Und insbesondere bei diesem Objektiv, wie nah man rangehen kann. Ich komme nachher nochmal auf die Objektive im Konkreten, aber es hat ja eine Naheinstellgrenze von 30 Zentimetern, auch bei 70 Millimeter. Und ich dachte mir, okay, da steckt was dahinter. Und über die folgenden Wochen und Monaten kam es immer so, dass ich meine F-Kamera immer häufiger im Koffer gelassen habe und bei Jobs gar nicht mehr ausgepackt habe. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn die Objektive alle so abbilden wie dieses 470, dann steckt da was dahinter, hinter dem, was Nikon da so macht oder behauptet mit den Z-Kameras. Und deswegen jetzt mal ein Vortrag nur über diese Objektive und den Hintergründen, die das Ganze eben auch möglich machen. Ganz besonders bei Nikon ist auch nochmal, wie Nikon überhaupt Objektive baut oder warum macht Nikon das? Nikon baut ja schon seit 1917 optische Instrumente, also Ferngläser, Fernrohre und dann auch mittlerweile Mikroskope. Ist also eine Firma, die ein bisschen mehr Wissen hat als nur in dieser Fotobranche. Und davon profitieren natürlich wir Fotografen wunderbar. Davon profitiert jeder richtig gut. Und die Besonderheit bei Nikon ist eben, dass in diesen Teams durch diese vielen Arbeitsbereiche ganz verschiedene Spezialisten arbeiten. Also wirklich Objektivdesigner, die sich mit Linsen auskennen, Leute, die sich in der Fertigung auskennen, die ein Objektiv so bauen können, dass es lange hält, dass es robust ist, damit es auch ein bisschen Nieselregen abhalten kann. Und dann gibt es eben auch Leute, die sich mit Elektronik auskennen. Ein Objektiv ist ja nicht so wie früher einfach nur das Aneinanderreihen von Linsen, also nur so ein bisschen verschenkt, sondern es ist wirklich dieses Zusammenspielen all dieser Komponenten. Und wenn man hier nochmal auf diese Skizze schaut, die ich da in der Präsentation habe, dieses Achteck, da stehen so ein paar Schlagworte, was bei einem Objektiv wichtig ist. Und die schließen sich gegenseitig im Idealfall nicht aus. Es ist aber total schwierig für einen Objektivdesigner, all diese Punkte in einem einzelnen Produkt zu verbinden und vor allem so zu verbinden, dass man das Objektiv noch verwenden kann und verwenden möchte. Das darf nicht zu schwer sein, es muss schnell genug sein, all diese Dinge. Zum Beispiel die beiden obersten Punkte, Schärfe und Bokeh. Das ist ja das, was am einfachsten erkennbar ist. Und wenn du Leute triffst, dann sagen die auch, hey, mein Objektiv ist nicht scharf genug oder aber ich bin Objektiv, was einen super schönen cremigen Hintergrund hat, wenn ich ein Porträt mache. Und diese beiden Punkte, so skurril es klingen mag, die schließen sich manchmal ein bisschen aus. Das heißt also, wenn ich ein Objektiv habe mit einer maximalen Schärfe, ist es total schwierig, also eine schöne Unschärfe zu haben. Und darauf legen die Objektivdesigner bei Nikon einen ganz großen Wert.
Das heißt also, dass die Schärfe maximal ist. Zum Beispiel, wenn du jetzt ein Porträt machst von mir auf meinen Augen, ist maximal. Genau. Und der Hintergrund ist extrem weich. Ja. Und jetzt ist aber die spannende Frage, wie passiert dieser Wechsel von maximal scharf auf maximal unscharf? Und da gibt es so ein paar Dinge, die wir als Menschen unterbewusst als komisch empfinden. Nämlich, wenn er so plötzlich unscharf wird. Dann sieht das aus wie so ein Photoshop-Filter. Genau. Ich habe auch gelesen, wir führen das demnächst ein als neuralen Filter, dass man das so umsetzen kann. So ein Telefon kann das auch einigermaßen. Ja. Aber wer sich so ein bisschen mit der Fotografie beschäftigt, der merkt, irgendwas stimmt an diesen Bildern nicht. Und deswegen ist dieser Übergang extrem wichtig. Ja. Und es gibt zwei Arten von Bouquets, also der Art der Weichzeichnung von Objektiven. Es gibt einerseits die Methode, dass die relativ auffällig sind, so ein bisschen Aufmerksamkeit generieren. Es gibt aber auch die andere Möglichkeit, das ruhig zu gestalten. Das heißt also, wenn du jetzt wieder dieses Porträt von mir machst, dass der Hintergrund so angenehm unscharf ist, dass ich gar nicht darauf schaue, sondern dass ich nur noch auf mein Hauptmotiv schaue. Und es ist gar nicht so einfach, das hinzukriegen. Und das sind alles so Feinheiten, wo ein Objektivdesigner sich entscheiden kann, was ist mir eigentlich wichtig? Mhm. Und dann so einfache Sachen oder so, nicht einfache Sachen, aber so offensichtliche Sachen. Die Farbigkeit soll stimmen. Ja. Der Kontrast soll gut sein. Das heißt also, auch bei Gegenlicht will ich erkennen können, was ist denn da gerade vorhanden. Und ganz, ganz wichtig auch, der Fokus soll schnell genug sein. Ja. Die Kameras sind zwar die Geräte, welche das berechnen, aber am Ende umsetzen muss es das Objektiv. Also deswegen muss das Objektiv auch diese Fähigkeit haben, das entsprechend umzusetzen. Deswegen hier diese ganzen Sachen. Ein paar Sachen stehen ja mehr, die gehen so ineinander über. Mhm. Klar, keine Abbildungsfehler, Ähnliches. Aber mir ist ganz wichtig, dass es auch wirklich wichtig ist, bei den Objektiventwicklungen für die Nikon-Leute diese Übergänge zu haben und dass ich Bilder als glaubwürdig empfinde. Also wirklich unterbewusst merke, okay, das passt. Das fühlt sich wohl an. Ja. Ja. Und darum geht es jetzt im Folgenden und wir reden jetzt vor allem um das Z-System. Mhm. Nikon hat ja 1959 das F-Bajonett vorgestellt. Das ist jetzt 62 Jahre her. Ja, und, die haben sich lange gehalten. Die haben sich lange gehalten. Und ich glaube, wenn ich jetzt die Aufgabe kriegen würde, Herr Joanda, mach mal irgendwas, was in 62 Jahren noch funktioniert. Ich glaube, ich würde den Kopf einfach schütteln und weglaufen. Ja. Also die ahnten nicht, was die Zukunft so bringt. Und umso erstaunlicher, dass es bis heute F-Objektive gibt, die neu auf den Markt kommen, die extrem gut sind, die richtig gut abbilden. Bei dem Z-System gab es dann aber zum Glück die Entscheidung, hey, wenn wir schon ein neues Kamerasystem auf den Markt bringen, dann überlegen wir doch mal, was waren so die Grenzen bisher? Mhm. Wie können wir, sprichwörtlich gesagt, die nächsten 100 Jahre wieder bereit sein, mit einem Bajonett Dinge ermöglichen, die heute vielleicht noch gar nicht notwendig sind, weil manche Fertigungstechniken noch nicht so auf dem Punkt sind, die aber absehbar sind, dass sie bald passieren werden. Also sind auch so ein paar Sachen in den Startlöchern, die einfach nochmal revolutionär sind. Und da braucht der Nikon einfach ein Bajonett, wo sie sagen, okay, das soll uns überhaupt nicht einschränken. Und hat sich ja entschieden, dieses Bajonett einzuführen, das Z-Bajonett, um das ganze System sich ja auch aufbaut. Und was ich immer oder auch selber am Anfang hatte, ist, wenn ich mir ein neues Objektiv suche, dann schaue ich mir so dieses Objektiv an. Ja. Und dann schaut man sich das von vorne bis hinten an und vergleicht das mit anderen. Was man aber vergisst, ist, dass das Objektiv natürlich nur dafür gebaut ist, ein Bild auf die Kamera zu projizieren. Und deswegen ist dieses Auflagemaß extrem wichtig noch. Also der Abstand von Bajonett zu eben der Sensorebene. Mhm. Also du weißt das ganz klar. Das fließt genauso mit rein in die gesamte Kalkulation von einem Objektiv. Und deswegen mit dem Z-Bajonett ein wunderbar geringes Auflagemaß von nur 16 mm. Also auch wirklich bedeutend weniger als vorher mit den 49 mm. Und dadurch Dinge viel einfacher möglich. Es wäre genauso möglich, das mit einem kleineren Bajonett zu machen. Da würden jetzt die Marktbegleiter so in die Presse springen und sagen, hey, Moment mal, wir kriegen das ja auch hin, gute Objektive zu bauen, aber die müssen sich ein bisschen mehr anstrengen. Das heißt, die müssen ein bisschen mehr Energie reinstecken, um das halbwegs so hinzukriegen. Und ein bisschen mehr Energie reinstecken heißt auch, es kostet Geld. Es kostet Geld, es kostet Gewicht, es ist einfach Aufwand, der nicht nötig ist. Und das bieten eben diese Z-Bajonett oder diese Objektive für das Z-Bajonett viel einfacher. Mhm. Und deswegen haben wir auch Objektive wie das 50-1.8, das ist das, was vorne in der Mitte steht, was extrem leicht ist, aber so gut abbildet, dass es selbst 1.4er Objektive aus unserem Sortiment locker in die Tasche steckt. Also wirklich enorm in die Tasche steckt. Und das war auch so das Erste, was ich mir als Festbrennweite gekauft hatte, das 50-1.8. Aber deswegen kamen wir zu dem Thema, wir machen mal so ein bisschen Objektive, weil viele, habe ich das Gefühl, die nehmen so ein Bajonett hin. Das ist halt an der Kamera dran, das passt. Genauso wie mein Fahrradcomputer, den kann ich auch an mein Fahrrad anklicken. Das hat auch ein Bajonett und das war halt einfach dabei. Aber man macht sich keine Gedanken, was so dahinter steckt. Also
Da spielen ganz viele Dinge mit. Zum Beispiel, dass dieses Bajonett eine Nase mehr hat, damit das Objektiv viel besser drauf sitzt und eben parallel ist zur Sensorfläche. Solche Dinge sind damit reingeflossen. Und darum geht es so ein bisschen, da nochmal im Detail drüber zu reden. Ich habe eben schon mal erzählt, ne, dass ich vor 2,5 Jahren die Kameras vorgestellt habe und durch Deutschland gereist bin. Da war ich auch bei euch im Haus, wenn ich mich richtig erinnere, unten und habe da so einen kleinen Vortrag gehalten, noch mit echten Leuten, die dann so um uns also noch ging. Ja, ja, das, da freue ich mich schon enorm drauf, das wieder machen zu dürfen. Und damals haben wir natürlich dann die Kameras vorgestellt, 2 Stück und eben dann nochmal 3 Objektive, 2 Festbrennweiten, ein 35er und ein 50er und eben dieses 24-70, was ich hier auch gerade drauf gehabt habe. Und was damals auch für Nikon revolutionär war, ist eine Roadmap auszugeben, zu sagen, hey, stimmt, das ist ein neues System, wir haben hier was Neues entwickelt, das wird sehr gut funktionieren, aber schenkt uns ein bisschen Vertrauen, wir zeigen euch, was da mindestens kommen wird in den nächsten Jahren. Und diese Roadmap wurde wunderbar umgesetzt, wunderbar durchgezogen in der letzten Zeit. Das heißt also, in den nächsten Jahren kamen dann direkt schon die anderen angekündigten Objektive raus. Die stelle ich nachher nochmal alle im Einzelnen vor mit extra Folien. Da sieht man so ein Beispielbild und wie die aufgebaut sind. Und wir sehen, die Roadmap ist noch lange nicht zu Ende. Da komme ich auch nochmal auf eine extra Folie hinzu. Das heißt also, in diesem Jahr oder bis 2022 kommt auch nochmal eine ganze Handvoll neuer Objektive. Das ist also wirklich ein aktiver und spannender Prozess, der da so stattfindet. Wenn du jetzt gerade keine Zwischenfragen hast oder aus dem Chat keine Zwischenfragen hast, dann würde ich gleich mal auf das Thema der Technik eingehen. Was ist denn jetzt eigentlich wirklich in diesen Objektiven drin? Und danach eben nochmal die Objektive im Konkreten vorstellen. Ja, wir haben gerade noch eine Frage reinbekommen, die ich gerade sehe. Das war, können die Objektive auch von innen verschmutzen? Wie sollen die optimale Objektivreinigung durchgeführt werden? Das war jetzt noch so die aktuelle Frage, die gerade reinkam. Okay, also Objektive könnten auch bei allen Herstellern von innen verschmutzen. Objektive sind jetzt nicht luftdicht konstruiert. Ja. Das liegt eben daran, dass sich Fokusgruppen oder Objektive, also Linsengruppen bewegen müssen. Und das wäre nicht möglich, wenn das ein absolut luftdichter Raum ist. Aber jetzt insbesondere bei Nikon ist es so, dass alle Objektive, die es gerade für das Z-System gibt und eben auch diese S-Serie, da gehe ich nachher nochmal im Detail drauf ein, sind abgedichtet gegen Spritzwasser und gegen Staub. Ja. Also wirklich zuverlässig und ich bin mit denen auch nicht zart umgegangen mit meinen eigenen Kameras, wurde auch schon von Wellen erwischt oder im Nieselregen gestanden und die Kamera funktioniert tadellos. Also in der Praxis weniger ein Problem. Wenn das Objektiv schon mal schmutzig sein sollte, das war die andere Frage, glaube ich, reicht es meistens einmal drauf, also erstmal zu gucken, ob Sand drauf ist, ganz wichtig, Sand oder Metallpartikel. Ansonsten einmal draufhauchen und mit einem trockenen Mikrofasertuch, gibt es ja bei jedem Fotohändler. Oder aber wenn man Brillenträger ist, dann kriegt man die gefühlt hinterhergeworfen. Ja, die hat man eigentlich immer mit dabei. Ansonsten für die gröbsten Sachen, sage ich meistens, dann habe ich immer so einen Blasebalg mit dabei, da gehe ich kurz drüber. Und ansonsten noch so einen kleinen Stift oder sowas von Hammer zum Beispiel. Kurz ausstecken und dann kann man da drüber gehen. Dann reicht das in der Regel und alles andere. Die sind nicht wasserdicht, damit würden die nicht tauchen gehen, aber die Objektive, die halten schon heutzutage was aus. Also ansonsten muss es vermarktet sein, dass man da vielleicht sehr vorsichtig sein sollte. Ja. Aber das ist bei den Nikon-Objektiven so eigentlich kein Problem. Richtig, das ist gut. Blasebalg, super Thema, würde ich immer in der Fototasche haben. Würde ich nicht nur, habe ich auch tatsächlich meinen Koffer, der gerade hinter der Regie steht, liegt ein kleiner Blasebalg. Mit dem kann man dann einfach so die Sachen abpusten. Ja. Und wenn man Objektive wechselt regelmäßig, also wenn man mehrere hat, was sich ja eigentlich anbietet, dann immer darauf achten, dass die Rücklinse, also gerade die hier hinten ist, dass die besonders sauber ist. Weil Dinge, die hier drauf sind, die bilden sich wirklich richtig gut ab. Also die sehe ich nachher auf dem Foto. Ja. Punkte, die vorne drauf sind, das ist recht unwahrscheinlich, dass sich das abbildet. Da muss schon sehr viel passieren oder sehr speziell sein, dass sich das abbildet. Da kenne ich noch aus meinem Studium von meinem Fototechnikprofessor die Anekdote, der meinte ja ganz früher bei den Fachkameraobjektiven, da waren teilweise kleine Luftbläschen im Glas drin und dann meinten die Fotografen, ach, das ist ein Qualitätsmerkmal. Und trotzdem hat man es nicht gesehen. Ist jetzt hier natürlich schon lange nicht mehr der Fall. Ja, das Glas ist dafür zu hochwertig und zu komplex konstruiert. Aber sorgt lieber dafür, dass die Rücklinse sauber ist, als irgendwie total verkrampft die Frontlinse immer ständig zu putzen. Ja, vor allem einfach auch, wenn ich hinten was drauf habe, das kann halt auch ins Gehäuse reingehen und dann hat man es irgendwann auf dem Sensor drauf sitzen. Und wenn da was drauf sitzt, dann muss man es halt mal gucken. Eventuell auch mit dem Blasebalg. Ansonsten hingehen, man kann auch professionelle Reinigung durchführen lassen. Beim Fotohändler oder bei Nikon selber kann man es auch hingeben zum Reinigen zum Beispiel. Wenn, ich weiß nicht, wie es aktuell ist mit den Corona-Maßnahmen, aber normalerweise geht das. Ansonsten gibt es auch so Reinigungskits, das ist eine kleine Flüssigkeit, die wird aufgetragen, kann man so runterschaben. Klingt gefährlich, als es ist. Man kann es selber machen, ansonsten an den Fotohändler des Vertrauens geben, dann ist es kein Problem. Meistens sieht man bei den kleinen Punkten auch nichts auf dem Sensor. Nur wenn man dann stark abblenden würde, dann würde sich das wieder vermerkbar machen mit irgendwelchen Punkten im Himmel zum Beispiel oder
einen kleinen Strich, wenn da so ein Härchen drauf ist. Du sagst gerade einen wichtigen Punkt, wenn man stark abblendet. Ja. Und manchmal stutzen die Leute ganz kurz, wenn ich mich vorstelle und sage, ich bin Fotodesigner. Man kann manchmal schon aus dem Publikum, also wenn das so kleinere Gruppen sind, oh, ich dachte, das macht jetzt eher ein Fotoingenieur den Vortrag. Und dann sage ich, ja, der könnte wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr zu Strahlengang und wie man Glas herstellt sagen. Oder könnte dir auch dann am Wochenende ein eigenes Objektiv konstruieren. Also nicht so übertrieben. Ich bin eher der Anwender. Also tatsächlich, ja. Ich kenne mich ein bisschen aus. Und jetzt für euch als Trost, egal welchen Kamerahersteller, wenn ihr Fotos macht mit Blende 22 oder aber 64 beim Makroobjektiv, ihr werdet immer, immer irgendwo einen kleinen Fussel finden, einen kleinen Punkt finden. Das ist einfach komplett normal. Außer ihr fotografiert ausschließlich in Reihenräumen und lässt eure Kamera auch da stehen. Wenn ihr aber mit normalen Blendenbereichen arbeitet, also 8, 11 oder 16, solltet ihr nichts sehen, wenn die Kamera gereinigt ist. Das stimmt. Gut, wenn es keine neuen Fragen gerade dazugekommen sind zu dem Thema. So gerade aktuell nicht. Dann würde ich jetzt ein ganz kurzes Mini-Video zeigen. Das dauert so rund 3 Minuten, okay. Was schon mal so ein Opener ist, was das Thema Objektivtechnologien angeht, zum Thema Z-System. Das heißt, dass sie einmal durchlaufen und dann gehe ich aber danach auf die einzelnen Punkte nochmal genauer ein. Alles und klar. Gerne Fragen stellen, ne? Dann danach. Ja, das war schon mal erster Einblick, was das Thema der Techniken angeht. Ein bisschen einfacher als ein Objektiv aufzuschneiden und irgendwelche Laserstrahlen durchzuschicken, dass wir das so einmal demonstrieren können. Gerade was so diese Vergütung und Ähnliches angeht. Ich würde einmal vorne mal anfangen bei dem Thema der Linsen, die wirklich drinstecken. Also, Linsen sagt man auf Deutsch, das klingt immer ein bisschen lustig. Der Glaselemente, die da drin eingebaut sind in den Objektiven. Einerseits gibt es regelmäßig in den Objektiven, gerade vom Z-System, die ID-Linsen, die eingebaut sind, also extra Low Dispersion. Die eben Abbildungsfehler reduzieren, also gerade insbesondere die Farblängsfehler reduzieren. Das heißt also, wenn wir uns diese rechte Skizze anschauen, also die rechte obere Skizze, haben wir oftmals das Problem, dass nicht alle Strahlen verschiedener Wellenlänge an demselben Punkt landen. Ja. Wenn wir fotografieren, muss das Objektiv das Bild ja so projizieren, dass das wirklich auf dem Sensor landet mit allen Wellenlängen, damit ich eben keine Farbsäume habe, also keine Magenta oder Zyanfarben, Säume habe. Das sieht einfach nicht gut aus. Und sind auch so Dinge, die mich am Ende dann ärgern als Fotograf. Wenn ich ein Interieurfoto mache, ein Produktfoto mache, muss das am Ende korrigieren. Das geht zwar mittlerweile einigermaßen gut mit Software, aber Dinge, die ich nicht korrigieren muss, das ist einfach viel besser und die Bilder sind viel schneller fertig. Ja. Und letzten Endes ist es auch Arbeitszeit, die mir als Berufsfotograf verloren geht, wenn ich meine Bilder nochmal groß bearbeiten muss, Fehler rausretuschieren muss. Deswegen hier eben die ED-Linsen. Und bei der Gelegenheit, wir sehen links unten so ein schwarzes Objektiv.
Das ist ein Querschnitt von den Nikon Z-Objektiven. So erklärt immer Nikon, wie die aufgebaut sind. Da sehe ich, wie viele Glaselemente sind verbaut, in wie viele Gruppen ist es eingeteilt. Und eben mit der gelben Hervorhebung sehe ich, wie viele ED-Linsen in dem Fall drin sind. Das ist jetzt ein Beispiel vom 85er 1.8, also dem Porträtobjektiv, einmal aufskizziert. Als die ersten ED-Linsen auf den Markt kamen, da war Nikon wieder mit maßgeblich beteiligt. Und die werden auch in Ferngläsern und anderen Sachen eingesetzt und eben auch selber von Nikon produziert. Also komplett nach eigenen Spezifikationen, selber Glas geschmolzen und das ganze Ding. Aber als das neu war damals, war man schon stolz, wenn eine Linse drin war. Eine ED-Linse in so einem optischen Aufbau. Und mittlerweile sind fast immer ein, zwei drin in den ganzen Nikon-Objektiven. Die andere spannende Punkt sind asphärische Linsen. Das heißt also, die korrigieren eben auch wichtige Abbildungsfehler. Die sind bedeutend aufwendiger zu konstruieren. Man sieht es auch schon so an der Form. Und hier habe ich mal das 2470 4,0 als Beispiel aufgelistet. Und da sehen wir an dieser linken Skizze mit dem schwarzen Objektiv, dass wir eben wieder eine ED-Linse haben. Relativ in der Mitte befindet sich diese ED-Linse. Dann haben wir drei asphärische Linsen, die sind blau hervorgehoben. Und dann gibt es aber auch noch so eine orange Linse. Und da kann man sich kurz wundern, was ist denn diese orange Linse? Das ist eine asphärische Linse, die sogar gleichzeitig eine ED-Linse ist. Das ist was relativ Seltenes und ist aber schon in diesem normalen Kit-Objektiv mit verbaut. Ja. Also wirklich hervorragend und spannend, was da so an Mühe gegeben wird, um Abbildungsfehler, soweit es geht, zu reduzieren. Da auch nochmal der Tipp, man kann die nicht verhindern. Also die gibt es immer in einem gewissen Grad. Ja. Ich muss immer nur gucken, dass sie so gering sind, dass sie mir als Anwender nicht auffallen oder wenn ich beruflich fotografiere, dass sie meinen Kunden nicht auffallen und dass man die Bilder erstmal so akzeptieren kann. Und das ist eben mit diesen asphärischen Linsen enorm spannend. Gibt es schon seit 1968, aber da wurde auch noch mal einiges dazugelernt und weiterentwickelt. Und finde ich schon erstaunlich, was da so drin steckt. Wie gesagt, alleine schon in solchen Kit-Objektiven. Ja. Eine Sache, die aber jeder kennt und du wahrscheinlich auch immer gehört hast, was Objektivqualitäten angeht, ist das Thema Vergütung. Ja. Weil bei Vergütung relativ einfache Sache vom Erklären. Es geht darum, dass Licht durch das Glas hindurchgeht und nicht davon reflektiert wird. Und wenn Licht hindurchgeht, kann es am Ende auch am Sensor landen. Es ist aber auch so, dass innerhalb eines Strahlenganges, also innerhalb des Wanderns durch dieses Objektiv, jede Glasoberfläche einen Teil des Lichtes auch wieder zurückwirft. Das heißt also immer, wenn Licht auf eine Oberfläche trifft, fällt ein Teil davon zurück. Und mit speziellen Vergütungen kann man das eben verhindern. Und da gibt es eben verschiedene Methoden oder verschiedene Vergütungsarten, die Nikon aktiv einsetzt. Seit vielen Jahren schon sehr erfolgreich das Nanokristall, also Nanocrystal Coating. Das war schon bei dem 1424 fürs F-System dabei und hat dafür gesorgt, dass das eben bis letztes Jahr so eine Legende war in der ganzen Fotobranche an. Das ist das Weitwinkel-Zoom-Objektiv, was hervorragend arbeitet. Auf das kann man wirklich setzen, mit dem kann man gut arbeiten. Da hat Nikon mittlerweile eins draufgesetzt mit dem 1424, was hier schon vorne auf dem Tisch steht, was nochmal weitere Vergütungsmethoden einsetzt, wie eben das Aneo-Coating. Und wenn wir die beiden Vergütungen mal miteinander vergleichen, das wäre so die nächste Folie, dann ist das Nano-Crystal-Coating dafür da, allgemein Reflektionen zu verhindern, auch von Lichtquellen, die außerhalb meines Bildes sind. Mhm. Also wenn ich jetzt dich fotografiere, hast du so eine Lampe hinter dir. Ja. Und selbst wenn ich dich ganz eng fotografiere, kommt ein Teil des Lichtes von der Lampe vorne auf mein Objektiv drauf, auch wenn ich eine Streulichtblende drauf habe. Ja. Und dafür sorgt eben diese Vergütung, dass dieses Licht nicht so oft innen drin projiziert wird, dass erkennbare Geisterbilder entstehen. Das heißt also, obwohl dann diese runde Lampe nicht auf dem eigentlichen Foto mit drauf ist, kann es sein, dass mehrere Punkte auftauchen und das verhindert eben das Ganze. Und das Aneo-Coating, das setzt nochmal eins oben drauf, weil das sorgt auch dafür, dass Lichtquellen, die im Bild sind, also wenn ich jetzt wirklich die Lampe hinter dir hätte beim Fotografieren, dass die eben nicht als Geisterbilder auftauchen. Und das ist ein ganz großes Problem bei Systemkameras, wenn Objektive sehr nah am Sensor sind, dass Geisterbilder sich gut abzeichnen. Ja. Das kennt man auch bei anderen Kameraherstellern, dass es immer wieder auftaucht. Und beide Themen, also Geisterbilder und dieses Blenden von Sonne, wird von uns gerne zusammengefasst. Wir sagen, ah, da ist ein Flair drin. Aber es gibt halt zwei Arten von Flares. Der klassische Flair, das ist eben so ein Farbverlauf. Das heißt also, die Sonne wäre im Bild, es beginnt rechts oben ganz hell und wird dann immer so ein bisschen flauer. Und dann gibt es aber noch die andere Art, nämlich das echte Ghosting. Das wäre dann bei einem Foto mit der Sonne, wären das diese kleinen Punkte. Ja. Weil immer wieder diese Sonne von jeder Linsengruppe einmal wieder rein reflektiert wird in das Foto. Und wenn man das am Ende wegretuschieren muss, dann viel Spaß. Viel Spaß, ja. Ja, viel Spaß. Wenn man das bewusst haben möchte, klar, geht's auch. Ja. Dann
Tatsächlich, in dem Fall mein Tipp, benutzt keine Nikon Z-Objektive, nutzt dann lieber den Adapter und nutzt ältere Objektive, die nicht so enorm effektive, effiziente Vergütungen einsetzen. Das heißt also dann mal bewusst sowas wie man 60er Makro oder aber ein 28er 2.8 aus unserem Sortiment einsetzen. Das klappt ja dann wunderbar, auch gerade zum Filmen ist das dann ein schöner Effekt. Ja. Aber zum eigentlichen Fotografieren will ich diesen Effekt genau vermeiden und dafür gibt es eben diese Vergütung. Eine andere wichtige Vergütung, die hat es nichts mit der Bildqualität an sich zu tun, nur indirekt, das ist die Beschichtung mit Fluor. Das heißt also, unsere Frontlinsen bei einigen Objektiven sind mit einer speziellen Beschichtung versehen und die sorgt dafür, dass Dreck und Wasser nicht so gut dran haften bleibt. Ja. Und jetzt hier ist ein ganz heftiges Beispiel, was die Ingenieure gemacht haben. Die haben so eine Glasscheibe genommen, also diese rechte, und haben die zur Hälfte vergütet mit diesem Fluor und zur anderen Hälfte nicht. Und haben dann mal so ein Edding genommen und drüber gemalt. Also wirklich so ein Permanent Marker. Und da sieht man, was passiert. Die Oberflächenspannung ist so hoch, dass das gar nicht daran haftet. Ich hoffe, ihr probiert es nicht direkt zu Hause selber aus mit eurem Nikon-Objektiv. In der Praxis geht es aber darum, dass wenn ich jetzt draußen fotografiere, Motocross zum Beispiel, und es regnet, dass das Wasser schnell genug abläuft, damit ich trotzdem schöne Bilder generieren kann. Oder aber beim Motocross, jemand fährt durch eine Pfütze und ich kriege so ein bisschen Schlamm ab, dann, dann gleitet dieser mit Dreck gefüllte Wasser elegant runter und ich kann weiter fotografieren. Das sind so Kleinigkeiten, die extrem viel ausmachen in der Praxis und das ist eben diese Fluorvergütung. Die haben nicht alle Objektive, aber viele, selbst das 24-70-4.0 hat die auf der Frontlinse angebracht. Kommt denn da gerade eine Frage rein? Oder? Ja, ich gucke mal eben kurz. Ich habe gerade zwei Fragen noch. Eines ist auch wieder zu Objektiven, allerdings nicht Z. Es wird nochmal gefragt, ob auch noch nebenbei jetzt für DSLR-Kameras was entwickelt wird. Ich weiß nicht, ob du da im Bilde bist, was das Ganze angeht. Also Spielreflex ist nicht tot. Leute glauben das zwar immer, aber es wird immer noch weiter produziert, was das angeht. Es ist einfach nur, dass spiegellos bestimmte Vorteile einfach mit sich bringt und deswegen aktuell ein starker Fokus auf diesem System ist. Auch was jetzt vor allem Video-Features und was angeht, was einfach Spielreflexkameras nicht haben können in mancher Hinsicht. Aber es wird trotzdem noch weiter in solche Welten gewandelt. Also DSLR ist nicht tot. Was jetzt natürlich geplant ist, das wissen wir nicht. Also Zukunftsfragen, Glaskugel ist irgendwo noch zu Hause bei unserem Einkauf. Die fragen auch immer ganz viel nach, aber die kriegen da auch keine Antworten, leider. Ja, das ist schwierig, genau. Aber kann ich auch nicht so sagen, also was da noch kommen wird. Aber ich kann eben genau das unterschreiben, was du gesagt hast. Es gibt noch einen sehr großen Bereich, wo ich lieber eine Spiegelreflexkamera mitnehmen würde als eine spiegellose. Jetzt ist es aber bei Nikon so, dass Nikon ein extrem großes Portfolio an F-Objektiven hat. Das heißt also, da ist schon sehr, sehr, sehr viel vorhanden. Das stimmt. Natürlich niemals so viel, wie es individuelle Wünsche gibt, je nach Nische. Also Briefmarkenfotografen, die gleichzeitig auch Sport fotografieren, denen wird vielleicht was fehlen. Es gibt auch ganz viele realistische Nischen, wo man was haben wollen würde. Jetzt geht es aber erstmal darum, für das Z-System nochmal ein bisschen eine größere Bandbreite zu schaffen, weil auch gerade Nikon-Kunden verwöhnt sind durch diese extrem große Bandbreite an guten Objektiven. Ich weiß auch nicht, was kommen wird und wenn, dann dürfte ich es nicht sagen. Also das ist so der Klassiker. Ja. Das ist immer der Klassiker. Aber wir haben auch noch eine Frage zum Z-System. Es gibt ja, du hast ja auch schon erwähnt, ne, Z6, Z7. Es gibt auch noch die kleine, die Z50. Ja. Und jetzt haben wir zum Beispiel eine Frage noch, welches Objektiv für Porträt und welches für Landschaftsfotografie zu empfehlen ist für eine Z50 jetzt zum Beispiel. Okay, eine schöne Frage, weil es der Zufall will, dass ich selber eine Z50 besitze. Mhm. Das ist so meine Kamera, die ich immer mitnehme, wenn ich auf Reisen bin, egal ob privat oder beruflich. Ja. Liegt aber vor allem daran, dass wenn ich privat reise, ich trotzdem ab und zu Beispielbilder mache für meine Workshops und deswegen eine Kamera dabei haben möchte und auch schnell sehr frustriert bin, wenn ich keine Kamera dabei habe, sondern nur ein Telefon. Für Landschaftsfotografie nutze ich tatsächlich das normale Kit-Objektiv, das 16 bis 50, was vorne drauf ist. Das liegt daran, dass das enorm scharf ist und dass, wenn ich eine Landschaft fotografiere, nutze ich Blendenwerte von 5, 6 oder größer, also meistens Blende 8 oder 11, um Landschaftsfoto zu machen, sonst wäre gar nicht genug scharf. Deswegen würde ich das immer benutzen. Es ist super kompakt und die Kamera ist dann schön klein. Mhm. Für Porträts würde ich wahrscheinlich das 50er nehmen. Habe ich tatsächlich auch selber, weil das entspricht dann vom Bildwinkel äquivalent 75 mm. Und wenn man dann irgendwann mal wechseln sollte oder sich eine zweite Kamera holt, die einen größeren Sensor hat, wie eine Z5 zum Beispiel, dann kann man das 50er wunderbar als Reiseobjektiv einsetzen. Ich habe zum Beispiel mit einem 50 mm fotografieren gelernt und habe auch schon Fotoprojekte gemacht, wo ich 4 Wochen am Stück auf Reise war und hatte nur dann 50 mm dabei. Und das ist unglaublich gut, um das Sehen zu lernen und Sehen zu üben. Und an der Z50 ist es halt ein hervorragendes Porträtobjektiv, ohne auch viel zu lang zu sein.
Das hat dann zwar keinen Bildstabilisator an der Z50, ja. Brauche ich jetzt für ein Porträt aber auch nicht. Weil was bringt es mir, wenn ich ein Porträt mit einer 20. Sekunde fotografieren kann? Die meisten Leute, die ich fotografiere, halten gar nicht so lange still. Ja. Deswegen Z50, super Kamera, das Kit-Objektiv besser als man denkt. Und das eben ergänzt mit einem Objektiv für Porträts, 50er oder vielleicht sogar das 85er, würde genauso gehen. Würde auch gehen. Klar, das 85er hat halt den Vorteil, dass wenn ich das mir hole und dann auch eine Z5 habe, also muss man es nicht machen, sich eine zweite Kamera holen, aber wenn das dann eben passiert, dann hat man direkt wieder ein Porträtobjektiv, was hervorragend genau für dieses Sujet ausgelegt ist. Das wäre so meine vorgegriffene Antwort, weil ich stelle die Objektive ja nochmal im Einzelnen nachher vor. Ja, würde ich auch sagen. Also vor allem, was ich auch schön finde, ist einfach, die Z50 ist halt auch so klein und das 50 mm ist halt auch so klein und leicht noch, dass es halt da auch nicht störend ist. Weil man kennt sonst von früher, wenn man gesagt hat, ja, kauf dir einen 50 mm oder einen 35er, 85er. In Spielreflexzeiten, die sind noch ziemlich groß und schwer gewesen. Wenn man dann noch so eine APS-C-Kamera hatte, dann war es ein ziemliches Ungleichgewicht, aber jetzt bei den neuen Z-Systemen, Z50 mit dem Z-Objektiv ist das eigentlich kein Problem mehr. Ja, richtig. Aber besonders klein ist halt bei der Z50 vor allem das 16 bis 50 mm Objektiv und das war auch der Grund, die mir zu holen. Ich mache halt viel Draußensport, also Skifahren, Fahrradfahren und gerade beim Skifahren und beim Wandern passt das einfach in meine Jackentasche. Und ich habe die dann auch, ganz ehrlich gesagt, ohne irgendeine Hülle in der Tasche. Mhm. Das ist aber eine Tasche, wo ich nicht auch noch Taschentücher reinmache oder Nüsse oder sowas. Aber das steckt die weg. Also kein Ding. Also ich mag die super gerne und würde die mir jederzeit wiederholen. Ich mache mal weiter hier mit der linearen Sache und dann kommen wir auch bald schon zum Thema Objektive. Also, und dann überlegt euch weitere Fragen, was das Thema angeht, welches Objektiv wann. Mhm. Da gibt es nämlich so ein paar schwierige Entscheidungen, wo ich auch selber manchmal noch abends da sitze und denke mir, wie lasse ich mein eigenes Portfolio weiter wachsen? Und manchmal ist ja Fotografie auch so eine Sammelleidenschaft, das muss stimmt. Ich zugeben. Ja. Also, in dem Video haben wir es immer schon mal gesehen. Das gibt bei Nikon-Objektiven und nicht bei allen, aber bei einigen das Multi-Focusing-System. Mhm. Ganz einfach gesagt, normalerweise bewegt sich beim Objektiv eine Gruppe zum Fokussieren oder ein Linsenelement bewegt sich vor und zurück und sorgt dadurch dafür, wo die Schärfe sich gerade im Bild befindet. Bei dem System hier gibt es eben zwei Gruppen, die sich gleichzeitig bewegen können und das hat verschiedene Vorteile. Ein Vorteil ist eine sehr hohe Präzision. Das heißt also, ich kann wirklich akkurat auf genau die richtige Stelle scharf stellen und ich kann auch um sehr feine Einheiten die Schärfe verschieben lassen. Und das sieht man auch daran, dass die Nikon-Kameras, alle Vollformat-Nikon-Kameras, ein Focus-Stacking eingebaut haben oder eine Vorbereitung für das Focus-Stacking eingebaut haben. Das heißt also, ich kann meine Kamera mehrere Fotos in Serie machen lassen und nach jedem Foto verschiebt die Kamera minimal die Schärfenebene. Und mit diesen angefertigten Bildern kann ich dann an meinen Computer gehen und mit spezieller Software dieses Bild zusammensetzen. Das ist eben deswegen extrem präzise, weil die Kameras, weil die Objektive das eben bieten. Das wäre mit einem klassischen Objektiv, wie meinem 85er, was hier vorne, mit dem 60er, was hier vorne auf dem Tisch steht, eben nicht möglich. Da ist der Fokusmotor viel zu grob. Das ist die eine Sache, viel präziser. Und die andere Sache komme ich gleich nochmal zu, also akkurater. Naheinstellgrenze ist super wichtig. Das heißt also, dass ich nicht immer auf Makroobjektiv wechseln muss. Nehmen wir mal als Beispiel so eine Hochzeit, die ich begleite. Ja. Also gerne auch privat, die man die begleitet. Da möchte ich ja Menschen fotografieren, einen Raum fotografieren, die Kirche oder aber wo man sich trifft. Und zwischendurch will ich aber auch so banale Dinge fotografieren wie das Essen oder die Platzgeschirr oder die Karte mit meinem Namen draufsteht. Ja. Und dafür will ich nicht direkt ein Objektiv wechseln, also nicht direkt das Makro rausholen und plötzlich passiert um die Ecke irgendwas Spannendes. Deswegen Objektive mit einer sehr, sehr guten Naheinstellgrenze durchweg. Ein anderer Punkt, der dadurch möglich ist, ist die Reduzierung des Focus-Breezings. Kann man gar nicht so ohne weiteres ins Deutsche übersetzen. Ja. Man könnte sagen, das atmet so ein bisschen das Bild, wenn man scharf stellt. Klassische Objektive haben die Eigenschaft nämlich, dass wenn ich die Schärfe verschiebe, also verstelle, angenommen einmal auf dich scharf gestellt, dann einmal hier auf den Vordergrund scharf gestellt, dass sich die Größenverhältnisse, also der Abbildungsmaßstab ändert. Es gab zum Beispiel auch verschiedene Objektive in der Nikon-Geschichte, die das bewusst drin hatten. Sorgte dann manchmal für Verwunderung, wie eben das vorletzte 70-200 für F. Und es gibt es auch bei ganz anderen Herstellern. Es gibt auch Gründe, das zu haben, weil ich dann die Fokusgruppe an eine andere Stelle setzen kann, habe andere Vorteile in der Objektivkonstruktion. Aber in der Anwendung ist es manchmal ein bisschen irritierend. Und deswegen hat Nikon davon Abstand genommen und dafür gesorgt, dass die Brennweite, also das Abbildungsverhältnis, immer nahezu gleich ist. Ein konkretes Beispiel jetzt mal, wie sich es geäußert hat.
Viele nutzen so ein 70-200, ne, wie dieses hier, um Porträts zu machen. Und ich muss zugeben, das ist ein extrem cleveres Porträtobjektiv, weil ich sehr flexibel darauf reagieren kann, wie die Person aussieht, die ich gerade fotografiere. Jemand mit einem runderen, flacheren Kopf, nämlich mit einer anderen Einstellung, als jemand, der einen ganz dünnen, schmalen Kopf hat. Da würde ich immer eine andere Brennweite einsetzen. Jetzt war es aber so, wenn ich ein Objektiv hätte, was ein enormes Fokus-Breathing hat, dann ist es, und ich stelle auf 200 mm Zoom, stelle aber auf die Naheinstellgrenze scharf, sodass nur dein Oberkörper drauf ist, dann entspricht der tatsächliche Bildwinkel, den ich drauf haben werde, nur ungefähr 135, 150 mm Brennweite. Das ist ja auch okay. Also ich mache keine Porträts mit 200 mm Brennweite, dann ist deine Nase auf derselben Ebene wie deine Ohren gefühlt, weil ich dann so weit weg bin. Genau. Aber vielleicht will ich es ja trotzdem. Vielleicht gibt es ja irgendeinen guten Grund, das zu machen. Das würde dann nicht gehen. Und mit den Z-Objektiven ist es eben so, dass die Größenverhältnisse nahezu gleich bleiben. Die schwanken immer ein bisschen, kann man nicht verhindern, aber sie bleiben nahezu gleich. Und ich weiß auch, worauf ich mich einlasse. Bin ich überrascht, dass plötzlich die Größe sich verändert. Das ist das, was Fotografen so erleben. Viel krasser ist das Thema aber, wenn wir mal mit Filmern reden. Ja. Und jetzt habt ihr hier alle, auch hier, die um hier rum sind, oder die Kameras, die hier rumstehen, sehr Corona-konform, alles mit großen Abständen. Was ja wunderbar ist beim Film, wenn man so eine Art Schärfefahrt hat durch das Bild. Also wenn ich jetzt dich filme in einer Interviewsituation, einmal scharf haben auf meinen schönen Objektiven und dann wandert die Schärfe bis auf dein Gesicht und dann sagst du, ja hallo, herzlich willkommen. Mhm. Und ich will bei dieser Schärfefahrt nicht, dass sich die Größen plötzlich verändern, dass das so rumpumpt. Und ich habe ein kleines Beispielvideo, wo man das so sehen kann, damit wir es einmal haben. Das ist ganz kurz, keine Sorge. Es ist keine Zeit, um ein Bier zu holen oder Popcorn zu Hause, aber Zeit, um sich eine neue Frage zu überlegen. Also ein herkömmliches Objektiv, Schärfe auf der Dame. Wenn ich jetzt aber die Schärfe auf den Hintergrund setze, dann werden plötzlich die Häuser viel größer. Ja. Und das sorgt für eine gewisse Unruhe. Und stell dir mal vor, wir machen das öfters, dann das sieht einfach nicht gut aus. Und bei einem Nikon Z-Objektiv, Schärfe auf der Dame, Schärfe auf dem Hintergrund, hat sich nichts groß verändert, außer die gelbe Linie, die die Filmer eingeblendet haben. Hier nochmal im Detail das Ganze. Und ihr merkt schon, das sorgt für enorm viel Ruhe und deswegen kann man die meisten Nikon Z-Objektive richtig gut zum Filmen einsetzen und sogar zum Filmen mit Autofokus. Ich weiß, es ist ein bisschen verpönt, Autofokus beim Filmen, aber das ist ja mittlerweile so clever, gerade mit dem Gesichts- und Augen-Autofokus, der sehr zuverlässig arbeitet, oder aber auch eben mit den Einstellmöglichkeiten in den Individualfunktionen, die es zum Filmen gibt, macht das schon Spaß, die Autofokus-Funktion zu nutzen. Ja, es ist vor allem besser geworden, bestimmte Bereiche sind halt, finde ich, manuell mit dem Fokus fast nicht mehr machbar. Wenn wir jetzt beim kurzen Hochzeitsbeispiel bleiben, ich habe eine Kamera eventuell nur auf dem Gimbal und möchte dann einfach filmen und klassischer Gang aus der Kirche raus. Brautpaar muss scharf bleiben einfach. Wir haben aber eine Bewegung vom Brautpaar, was auf uns zukommt. Wir selber müssen mit dem Gimbal aber auch gehen. Dort die Schärfe zu halten in einer dunklen Umgebung mit offener Blende, das ist eigentlich nicht machbar. Aber weil der Fokus halt besser geworden ist im Video, kann man da wunderbar Autofokus draufsetzen. Augenautofokus erkennt das, bleibt drauf. Und man kann sich um Bildaufbau und Belichtung einfach kümmern. Ja. An der Stelle noch ein kleiner Quick-Tipp, sage ich mal. Wenn man wirklich viel filmt mit den Nikon-Kameras und auch viele den Autofokus nutzen möchte, schaut unbedingt mal in die Individualfunktion, also im Menü zu dem kleinen Bleistift, ne, da wo man der Kamera seine eigene Handschrift geben kann. Und da Bereich im G wie Gustav, da gibt es dann die Einstellungen für das Video und da unten gibt es auch zwei Felder für die Autofokusgeschwindigkeit. Da kann ich einmal einstellen, soll der Autofokus beim Film vielleicht besonders langsam arbeiten? Das heißt also nicht langsam erkennen, sondern soll die Fahrt besonders langsam stattfinden oder soll die besonders schnell stattfinden? Probiert das gerne mal aus und spielt rum, das macht dann echt Spaß. Also da kann man wirklich das komplett feinjustieren auf die eigenen Bedürfnisse. Dann so als netten Abschluss für das Technikthema hier und dann gehen wir auch auf die konkreten Objektive ein. Klar, alles gut abgedichtet. Die Frage kam vorhin schon. Ja. Ich freue mich immer, wenn Fragen kommen, wo ich auch dann eine Folie schon zu habe. Das heißt, habe ich ein bisschen mitgedacht. Das heißt also, Kameras super abgedichtet, Objektive super abgedichtet. Ja. Und es war auch so die erste Frage, als ich die Kameras vorgestellt habe. Hey, die sind so klein, die wirken so zart und so weiter. Stecken die denn so viel weg wie eine D500, D850 oder eine D6? Und da kann man sagen, ja klar, das kriegen die hin. Die kann man, was das angeht, genauso robust einsetzen. Also da gar keine Sorge. Ja. Super angenehmes Ding. Das stimmt. Ich würde dann direkt weitermachen und wenn keine Fragen kommen, dann gleich nochmal. Ich habe noch eine aktuelle, die bezieht sich dann auch auf die Objektive. Und zwar ist es dann auch eine Objektivempfehlung. Hatten wir ja gerade schon mal bei der Z50 gehabt. Jetzt geht es um Vollformat Z6 II für Astrofotografie. Er schwankt jetzt zum Beispiel zwischen dem 1430 oder dem 20mm 1.8.
Ja, da würde ich zum Beispiel, wenn es um Astrofotografie geht und wenn einem die 20 mm als Bildfeld ausreichen, ne, das ist ja der Unterschied, 14 mm, ne, ich habe dann fast schon hier die Leute mit drauf, die mit mir unterwegs sind, oder halt die Palme. Und bei 20 mm ist es ein bisschen enger, aber unbedingt das 20er. Das 20er ist bedeutend besser gegen Abbildungsfehler, Koma korrigiert, also mit C geschrieben, COMA. Und das heißt also, das ist die Fähigkeit eines Objektives, punktförmige Lichtquellen auch als Punkte wiederzugeben. Und gerade wenn ich Sterne fotografiere, dann will ich einen Punkt als Punkt abbilden und nicht als so ein Linsengeschmiere. Und da legt Nikon sehr viel Wert drauf, das möglichst zu reduzieren. Ist sehr schwierig, das perfekt zu korrigieren. Haben dann meistens nur die etwas preisintensiveren Objektive. Aber das 20er ist ja schon super gut, also wirklich gut. Was da eine Spur besser ist, wenn man flexibler sein möchte, aber vielleicht dann in die andere Preisrange direkt reinrutscht für den Fragenstellenden, wäre das 14 bis 24 2,8. Weil dann komme ich ja bis 14 mm runter und habe eben für diesen starken Weitwinkelbereich und für diese hohe Flexibilität, dass ich eben die Brennweite verändern kann, je nachdem wie meine Landschaft aussieht, habe ich eine sehr gute Abbildungsleistung. Also das wäre so eigentlich dann mein tatsächlicher Tipp. Also 20er, wenn das ausreicht, auf jeden Fall das 20er. Wenn man flexibler sein muss, dann das 14, 24, 2, 8. Das 14, 30 würde ich, und da komme ich ja auch gleich nochmal in Ruhe zu, das würde ich eher als Reisezoom und, also nicht Reisezoom im Sinne von einer hohen Reichweite, sondern aufgrund des geringen Gewichts, aufgrund der guten allgemeinen Abbildungsleistung, aber nicht aufgrund des Spezialistenseins in einem einzelnen Teilbereich kaufen. Wir haben jetzt auch gerade noch, passend auch gerade zu deiner Erwähnung, Reiseobjektive, haben wir auch noch eine Frage zu, was man jetzt empfehlen würde für eine Z7 II zum Beispiel als Reiseobjektiv. Er plant zum Beispiel eine Reise in die USA, Nationalparks, wenn Covid es wieder zulässt, zum Ja, Beispiel. ich glaube, ich würde trotzdem einmal ganz kurz Ja, ich schätze einsteigen, nämlich auch, da weil das wirst du ist was eine mit super dabei Frage und haben. die werde ich auf jeden Fall beantworten. Keine Sorge, ich werde dir einmal ganz kurz vorstellen, was es gibt. Vielleicht schaut ja auch jemand zu, der gar nicht alles kennt oder noch nicht aber alles gehört hat und dann tauchen nochmal Fragen auf. Zum Thema Reiseobjektiv, wer die Frage schon im Kopf hat oder gestellt hat, darf gerne nochmal die Frage präzisieren und sagen, was er vorhat, weil das Tolle ist ja, von Nikon aus könnt ihr mit jedem Objektiv reisen. Also das spielt keine Rolle. Die Frage ist ja eher, was habe ich vor? Also muss ich stark zoomen können oder aber will ich irgendwie eine besonders tolle Schärfentiefe haben? Eine Fahrradreise ist was ganz anderes als eine Reise mit einem Bus. Also bei einer Fahrradreise habe ich eher den Anspruch, dass es gering und kompakt ist Genau. und möglichst flexibel ist. Deswegen, ich weiß, Reiseobjektive sind eher sowas wie ein 24-200. Aber einmal nochmal ganz kurz nachdenken, was habe ich eigentlich wirklich vor? Oder wovor habe ich jetzt ein bisschen Sorge, was nicht klappen könnte? Und wo kann mir mein Objektiv da helfen, dass dieses Problem möglichst nicht auftaucht? Und diese Frage dann so präzise stellen. Und dann kann ich da mal drauf eingehen. Und Objektivpalette, ich würde einfach mit den Festbrennweiten anfangen, auch Gerne. gerade mit den 1,8er Festbrennweiten, weil ich ein großer Fan von diesen 1,8er Festbrennweiten bin. Vielleicht auch geworden, weil Nikon so ein bisschen Rüffel bekommen hat von den Marktbegleitern. Es gab einfach nicht viel, was man schlecht reden konnte an diesem System an Anfang. Die Abbildungsleistung ist so gut bei den 1,8ern, dass sie selbst Objektive mit einer 1,4er Blende, die teilweise mehr als das Doppelte kosten, in Testberichten abziehen. Also kann man so einmal ganz klar sagen. Auch innerhalb unseres eigenen Hauses Objektive wirklich, was die technischen Daten angeht, überholen. Die Idee bei den 1,8er Objektiven, nehmen wir eins hier vorne, wie bei dem 50er 1,8er Objektiv hier, war, dass sie leicht sind. Die sollten kleinstmöglich sein. Das kannst du zum Beispiel sagen, das ist ja gar nicht klein. Ich habe einen 50er, das ist nur halb so lang. Ja. Sie sollten aber maximale Abbildungsleistung haben. Das heißt also, die Abbildungsleistung war das Allerwichtigste, dann das Gewicht und innerhalb dieses Spektrums wurde es so klein gebaut, wie es geht. Und deswegen habe ich hier eben ein enorm gutes Objektiv und ich hatte bis vor einer Weile kein besseres 50er in der Hand, bis irgendwann das 50er 1,2 hier auf den Gut, Markt kam. ja. Aber du merkst schon, das ist Ja, ein das ganz anderes ist eine andere Kaliber. Hausnummer. Heißt also, neues Bajonett, neue Möglichkeiten, andere Anforderungen, anderer Aufwand zu konstruieren. Und dann hat Nikon gesagt, okay, wir haben jahrzehntelang 1,4er und 1,8er Objektive gepflegt. Die sind ja extrem nah beieinander. Da tut sich jetzt so wenig teilweise in der Schärfentiefe, das können viele gar nicht sagen, wenn sie zwei Bilder vergleichen. Aber der Unterschied von 1,8 zu 1,2, das ist schon mal wieder allererste Sahne. Und deswegen habe ich hier ein 1,2er Objektiv und hier ein 1,8er Objektiv. Und die meisten Anwendungszwecke kriege ich mit dem 1,8er Objektiv wunderbar geregelt. Ich verliere halt vielleicht minimal an Lichtempfindlichkeit, also die Menge an Licht, die hindurchkommt.
Aber ich habe ja Kameras mit einer sehr guten ISO-Empfindlichkeit. Ob ich jetzt mit ISO 100 oder 160 fotografiere, das sieht man am Ende bei einem Print auch nicht. Dann lieber ein bisschen Gewicht und ein bisschen Packmaß sparen. Jetzt fangen wir mal beim 20er an, wo die Frage war, könnte das denn vielleicht für die Astrofotografie geeignet sein? Und wie der Zufall will, habe ich hier dann so ein Landschaftsfoto, wo ein paar Sternchen mit da drauf sind. Und wenn man da in den Randbereich reinguckt, sieht man auch, das sind alles Punkte. Das sind keine Linien und keine Schlieren. Klar, Schlieren würde davon abhängen, dass die Rotation nicht ausgeglichen wurde bei der Aufnahme. Aber genau dafür ist dieses Objektiv eben ausgelegt. Das heißt, das 20er 1.8 hat eine Lichtstärke von 1.8 durchgängig. Sorry. Ja, so, da sind wir wieder. Ja. Wir hatten gerade ein kurzes Problem mit dem Ton, aber lässt sich ja alles lösen heutzutage. Genau. So, da sind wir wieder. Sind wir wieder da. Ein paar von euch fehlt auch noch. Ich weiß nicht, an welcher Stelle der Ton ausgefallen ist, aber ganz kurz zusammengefasst, 20er 1.8, schönes Objektiv, sehr hohe Randschärfe, perfekt geeignet für Landschaftsfotografie, gerade wenn es viel Vordergrund gibt oder aber eben auch für die Interieurfotografie. Innenräume, wenn einfach nicht genug so drauf passen würde und eben geringe Abbildungsfehler, gerade darauf bezogen auf die Abbildungsfehler Koma, also eben punktförmige Lichtquellen, immer punktförmig. Ja. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich gar kein so großer Fan bin von 20 mm. Okay. Das heißt aber eher in der Bildgestaltung, ich bin ein sehr großer Fan von 24 mm und es ist kein Zufall, dass viele Zoom-Objektive von den meisten Herstellern bei 24 mm beginnen und bis 70 oder sonst wohin gehen, 105, 120. 24 ist nach meiner Erfahrung gerade in Innenräumen oft die letzte Brennweite, also als kleinste Zahl, die ich als Betrachter noch als glaubwürdig hinnehme. Und wenn ich jetzt zum Beispiel für einen Architekten einen Raum fotografiere und mache das mit 20 oder 14 mm, dann hat das nichts damit zu tun, wer diesen Raum entworfen hat. Das wird so in die Weite gezerrt. Ja. Das ist schon sehr, sehr abstrakt. Manchmal geht es nicht anders, aber ich versuche immer mindestens 24 mm einzusetzen. Wenn es sogar geht, dann gehe ich sogar eher auf höhere Brennweiten wie 28 oder 35, um vernünftige Innenraumaufnahmen zu machen, die eben meiner Sehgewohnheit entsprechen. Mhm. Das dann mit dem 24er 1.8 ideal. Du guckst schon so ein bisschen nervös nach Fragen, kann das sein? Alles gut. Okay. Stell erstmal noch ein, zwei Folien. Wir haben gleich auf jeden Fall noch Fragen dazu. Ja, wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Alles eine gut. Minute Zeit. Von daher stellt gerne noch Fragen, wenn ihr was habt. Objektive werden auf jeden Fall behandelt. Ja. Auch hier wieder die ganzen Sachen drin, also vier asphärische Linsen, also enormes Portfolio, was da an technischer Leistung drin steckt. Natürlich auch wieder abgedichtet, die ganzen Vergütungen und eben auch hier in dem Fall mit dem Multi-Focusing-System. Deswegen das 20er, das 24er, das 35er sind auch so angedacht, dass man sie als Filmer zu dritt dabei haben kann und kann damit eine ganze schöne Reportage, so eine Corporate Storytelling wunderbar machen, weil alle wunderbar zuverlässig arbeiten und es sind auch nennenswerte Schritte in der Wahrnehmung. Also es lohnt sich zwischen diesen Brennweiten hin und her zu wechseln und das habe ich ja schon eben angekündigt, das 35er.
auch so eine legendäre Brennweite für die Street Photography, fürs Unterwegssein, für die Reisefotografie. Und deswegen habe ich vorhin so ein bisschen angeteasert. Mhm. Dürfte ich nur ein Objektiv mitnehmen auf eine Reise, wird Gewicht ein bisschen eine Rolle spielen und Kreativität eine Rolle spielen, wäre es sicherlich ein 35er oder das 50er hier aus dem Z-Sortiment. Ich gebe zu, das, was ich eigentlich wirklich mitnehmen würde, das fehlt aktuell noch, nämlich ich bin ein Riesenfan von 28 mm. Ja. Das steht aber schon auf der Roadmap. Da bin ich mal gespannt, wenn das rauskommt. Aber ansonsten 35 mm. Ich kann damit eine Straße fotografieren. Ich kann damit aber auch wunderbar Porträts machen, solange ich nicht nur den Kopf drauf habe, ganz nah. Deswegen richtig flexibel. Und man lernt halt auch nochmal bewusst das Gestalten. Das 50er habe ich hier. Das nutze ich tatsächlich regelmäßig für Porträts. Jetzt werden Leute, die immer Porträtfotografie machen, sagen, nee, warum? Porträts immer nur 85, 105, 135. Ja. Ich nutze tatsächlich gerne kürzere Brennweiten, weil ich nah an den Leuten dran bin. Außer es sind Leute, die extrem große Nasen haben oder Ohren, die sehr weit hinten sind. Also wenn ihr mich mal für einen Job bucht und ich packe das 50er weg, nehmt es nicht als Beleidigung. Ne? Aber ansonsten, klar, normalerweise wären 85er die perfekte Porträtbrennweite oder 105er oder eben halt direkt das 70-200. Mhm. Ich nutze es aber echt überwiegend für Porträts und für die Unterwegsfotografie, das 50er. Und was wir bei dem Bild schön sehen können, das habe ich jetzt eins zu weit geklickt, ist immer die schöne Unschärfe im Hintergrund. Das heißt also, das Bokeh ist sehr unaufdringlich. Das heißt, wir haben zwar von dieser Lichterkette diese Lichtpunkte, aber ich starre da nicht ständig drauf. Ich bin trotzdem interessiert, mir diese Person anzuschauen mit diesem etwas spannenden Ausschnitt oder Anschnitt. Genau genommen, ja. Ausschnitt ist was anderes. Da muss man aufpassen. Jetzt aber endlich das 50er 1 zu 1,2. Ja. Das ist eben auch nochmal ein 50er, ein bisschen größer, hat aber auch ein etwas besseres Fokussystem, was wirklich fürs Filmen hervorragend viel Spaß macht. Und eben die 1,2er auf dem Blende braucht man nicht immer, aber gerade für Ganzkörperaufnahmen oder wenn man ein bisschen mehr freistellen möchte, genau die richtige Sache. Für so Close-Ups ist das Quatsch. Dann kriegt man nicht mal einen Augapfel scharf. Ja. Also da habe ich selbst bei dem 50 1,8 manchmal Mühe, einen ganzen Kopf scharf zu kriegen, wenn ich offenblendig arbeite. Meistens arbeite ich eher mit einer Blende 2, 2,8. Was aber alle Nikon-Objektive gemein haben, ist, dass man sie ab Offenblende verwenden kann. Also auch das die 1,8er. Und nicht so die klassische Regel von früher so, hey, immer mindestens zwei Drittel Stufen kleiner machen. Nee, ihr könnt das ab Offenblende einsetzen und habt verwendbare Ergebnisse. Das ist echt eine schöne, schöne Sache. Jetzt das 85er. Klassische Porträtbrennweite, hat auch das Multifocusing-System drin, auch wieder die ganzen Objektiv, die ganzen Glastechnologien mit drin stecken, auch zur S-Serie gehörend. Das habe ich eben so mal ein bisschen übergangen. Es gibt Objektive, die gehören der S-Line an. Das sind so die Premium-Objektive, wo es wirklich um die maximale Abbildungsqualität geht. Innerhalb derer gibt es auch verschiedene Preisstufen, aber immer maximale Abbildungsqualität. Vielleicht mal nicht so eine ganz gute Offenblende wie eine 1,2, aber eine sehr gute Offenblende von 1,8. Das ist so die Unterscheidung. Und dann gibt es aber auch noch Objektive, die eben kein S-Line tragen. Das wären dann Objektive wie jetzt für die Z50, das 16 bis 50. Und da kommen auch nochmal weitere Objektive, die ein bisschen preisgünstiger sind, wo man ein bisschen Kompromisse eingeht, aber das nicht beim Fotografieren wirklich merkt. Also das sind dann die Objektive, die das S-Line nicht tragen. Du musstest so ein bisschen grinsen schon, weil du das habe ich jetzt nicht dabei. Ich wusste nicht, wie groß der Tisch ist hier zum Sachen aufbauen. Ja, alles gut, das verzeih ich. Dann gibt es ein Objektiv, was ganz am Anfang mit angekündigt wurde, nämlich das 58er mit einer Offenblende von 0,95. Und das ist so ein Herzensprojekt von Nikon. Und ein paar Leute haben gesagt, hey, warum habt ihr das rausgebracht? Ihr habt doch sicherlich Zeit dafür verschwendet, um ein Objektiv zu bauen, was sich die meisten eurer Kunden gar nicht kaufen. Das kostet fast 10.000 Euro, dieses Objektiv. Und es ist aktuell ständig ausverkauft, weil Leute das immer haben wollen. Also das heißt also, wir können gar nicht so schnell die nachproduzieren, wie die gewollt werden. Und aber alle Nikon-Kunden profitieren davon, weil dieses Objektiv alle Technologien auf die Spitze getrieben hat, die durch dieses Z-Bajonett aktuell möglich sind. Mhm. Also noch nicht die Dinge, die jetzt in den kommenden 4-5 Jahren technologisch machbar sein werden und absehbar sind, sondern all das, was gerade möglich ist. Und es ist ein Objektiv, wo bewusst auf einen Autofokus verzichtet wurde. Das heißt also, man hätte den einbauen können, dann wäre es ein bisschen größer geworden, aber es ist ein Objektiv für Liebhaber, für Präzision, mit dem ich gut arbeiten kann. Das heißt also hier ein Objektiv mit dem Querschnitt und eben der handschriftlichen Noct-Sache. Und ich gucke gerade so ein bisschen auf die Zeit, auch durch die Unterbrechung. Und es gibt ein ganz kurzes Video dazu, was das ganz kurz zusammenfasst. Mhm.
This is the lens that I've been waiting for. The 58mm f0.95 Nikkor Z-Nokt. I've often used a long lens of 400mm to make my fashion work stand out with large bokeh. Now I can achieve the look with more intimate 58mm lens. Because I can more closely work with my subject, I can work more easily and apply that special look in various shooting scenarios. Crystal clear look, amazingly beautiful bokeh, such an impressive sense. So, das waren die beiden Videos und gerade mit dem Making-of-Video meinte der Fotograf einen ganz wichtigen Punkt. Es war jetzt leider alles auf Englisch, aber er meinte, normalerweise macht er diese Fashion-Fotos gerne mit 400 mm Brennweite. Das ist natürlich sehr selten. Normalerweise würde man eher sowas wie ein 200er 2.0 nehmen. Ist auch ein legendäres Hochzeitsobjektiv von Nikon. Mit diesem 58er bei 0.95, und da hatten wir vorhin schon mal das Thema, wann brauche ich so eine geringe Offenblende? Die brauche ich nicht für Close-Ups. Wenn ich aber Personen von Fußspitze bis zum Kopf fotografiere, gerade für Mode, für Werbung oder aber auch für Corporate-Fotografie, wenn ich ein Porträt mache von einem Geschäftsführer in den Werkstätten, in den Büros und will den Hintergrund glaubwürdig unscharf haben, dann geht das mit dem 58er extrem gut, wegen der geringen Blendenzahl und ich muss auch nicht enorm weit wegstehen. Das Problem beim 400er ist, das würden wir hier gar nicht reinkriegen in diesen Raum, und das ist wirklich eine Sache, weshalb dieses 58er geliebt wird und auch von vielen Filmern eingesetzt wird, weil ich eben mit einer sehr, sehr, sehr starken Schärfentiefe arbeiten kann. Mhm. Deswegen ergibt es Sinn, wird gekauft, auch wenn es den meisten Leuten zu schwer sein wird. Ja. Es sind schon ganz viele Fragen aufgetaucht, habe ich gehört. Ja, ich habe noch ein paar offen, deswegen gehen wir da am besten mal durch. Moment, fangen wir mal als erstes an mit noch einer Frage. Da geht es um eine Objektiventscheidung wieder. 35er oder 85er Millimeter? Für mich persönlich würde ich sagen, ist halt komplett anderer Anwendungsbereich. Für meine Anwendungszwecke würde ich sagen, 35er ist immer so meine Go-To-Linse. Aber wenn ich jetzt sage, halt Porträts, dann die 85er. Oder halt 35, wenn ich Environmental-Porträts habe, wo ich halt einen Hintergrund mit reingebe. Na, da muss man ein bisschen schauen, was braucht man wirklich, was will ich fotografieren? Ich schätze mal, da sind wir d'accord von den groben Einschätzungen her. Ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich sind die Objektive auch so abgestuft, dass diese Schritte Sinn ergeben in der Anwendung und ich wirklich maßgeblich ein anderes Bild habe, wie du eben schon sagtest. Also es ist eine ganz andere Art von Porträts, die ich mache. Ja. Okay, next one. Sucht euch eine aus im Chat, macht mir die groß. Was hättet ihr gerne? Sonst suche ich mir eine aus. Das ist eine eingeblendet, aber ich kann es nicht lesen, es ist zu klein. Ich habe kein Fernglas dabei. Das sieht mir gerade, Moment, müsste hier unten sein, ist bei mir noch nicht blau. Wie sieht das mit den langen Brennweiten aus, 300 oder 400 mm? Mir kommt es so vor, als zögerte die Naturfotografen noch mit den Spiegellosen. Also, weil die Objektive wahrscheinlich dann einfach fehlen aktuell für die großen Tierfotografien, Vogel und sowas. Aber es kommt alles, also keine Sorge, alles zur rechten Zeit, vor allem an der Zeit, wo man wirklich sagt, man kann damit ebenbürtig fotografieren. Bisher ist es in der Praxis nicht so, dass man Olympische Spiele wirklich ohne zu zucken mit einer Spiegellosen fotografiert hätte, egal welcher Hersteller. Wenn man sich die Spielfelder, die Ränder anguckt, dann merkt man, da sitzen eigentlich nur Leute, die eine Nikon oder eine Canon haben und arbeiten damit. Ja. Deswegen, das sind die Leute, die wirklich das 4, 5, 6 oder 800 mm Objektiv kaufen. Ist auch ein Objektiv, das kaufe ich nicht jedes Jahr zweimal, sondern das ist eine Investition. Das 800er kostet knapp 20.000 Euro. Ja. Das heißt, die Objektive werden aber auch stufenweise kommen und die geben aber vor allem auch dann Sinn, wenn man eine Kamera hat im spiegellosen Bereich, wo man sagt, die ist genauso gut wie eine D6. Und es gibt aber meiner Meinung nach keine Kamera, die genauso gut Sport fotografieren kann wie eine D6. Also ja, ist einfach, was Autofokus angeht, extrem zuverlässig. Insbesondere, wenn es sehr kalt wird oder sehr schwierig ist. Und okay, next one. So, da haben wir einmal eine englische Frage. Ich hoffe, das ist okay für dich. Es geht, ich kann es gerne einmal noch vorlesen. Songwriting in Englisch. Einmal old Nikon F-Lenses Autofocusing on VZ50 with V-Adapter. Also für die jetzt Englisch nicht so das Wahre ist, ob man die alten Nikon F-Linsen benutzen kann, um mit dem FTZ-Adapter auch im Autofokus zu arbeiten. An der Z50. Ja, also jetzt muss ich es natürlich auch einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch wahrscheinlich beantworten. Ne? ich sage es einmal auf Deutsch für alle ganz kurz. Anscheinend versteht die Person ja auch ein bisschen Deutsch. Sonst ich schätze mal so ein bisschen. Ja. Es kommt auf die Objektive drauf an. Ich habe gleich noch eine Folie zu dem Adapter. Wenn es AFD, also AF-D, wie
Dora, in Deutsch, aber oder AFS oder AFP-Objektive sind, dann funktionieren die mit dem Autofokus. Wenn es AFS oder AFP-Objektive sind, funktionieren die richtig. AFD-Objektive funktionieren nämlich nicht im Autofokus. Das 60 mm, was ich hier habe, das ist ein AFD-Objektiv, steht auch hier so drauf, ne? D. Mhm. Das hat keinen Autofokus, das muss ich manuell fokussieren, ja. Nutze ich aber trotzdem regelmäßig. Das ist so eins meiner wichtigsten Makroobjektive. Also heißt AFS oder AFP. Okay, ich habe noch einen englischen. Muss ich einmal kurz gucken. Ich weiß nicht ganz genau, was gemeint ist. What about the Blendenöffnung? Do I can measure the light with an open aperture? Ich schätze mal, es geht um die Belichtungsmessung, ob das mit den alten Linsen funktionieren würde. Schätze ich jetzt mal, dass es die Frage darüber ist. Ja, die Belichtungsmessung funktioniert mit allen Objektiven, die einen CPU eingebaut haben. Ja. Ansonsten, dann wird auch tatsächlich die Blende angezeigt. Ansonsten funktioniert es aber grundsätzlich auch. Es wird aber die Blende nicht angezeigt. Ja. Das heißt also, wenn die Blende nicht angezeigt wird, kann die Belichtungsmessung nicht die ganzen klugen Funktionen nutzen, sondern nutzt dann eher sowas wie eine traditionelle Integralmessung. Das heißt also einfach den Querschnitt der Menge an Licht, die da ankommt. Ihr kriegt trotzdem Bilder, die okay aussehen. Ihr müsst halt selber am Objektiv drehen, bis es hinhaut. Ihr seht aber hinten die echte Referenz. Ich habe auch gerade noch gefunden, vorhin hatten wir einmal die Frage wegen der USA-Reise. Ich greife jetzt einfach mal der Regie hier voran. Er hat bereits das 2470 2.8er und sucht jetzt gerade noch nach einem Tele für den Autotrip im Western der USA, was geplant ist, dass er wenig wie möglich mitschleppen muss. Ich habe da was gerade vorbereitet an Folie. Das wäre zum Beispiel das 24 bis 200 mm. Das hier ist ein Foto, das wurde aufgenommen mit 24 mm von diesem Objektiv. Und das hier ist mit 200 mm aufgenommen, dieses reingezoomte. Mhm. Und das wäre so mein Tipp, das mitzunehmen, wenn man nicht wechseln möchte, wenn man geringes Gewicht braucht, aber braucht trotzdem einen hohen Brennweitenbereich, dann geht eigentlich nichts um dieses 24-200. Das bildet erstaunlich gut ab. Mhm. Ich habe noch gelernt, früher ist gut, ich bin 37 Jahre alt, aber ja. Ich fotografiere halt auch seit ich 16 bin, sehr intensiv. Hat man früher gesagt, je mehr Brennweite man hat, desto weniger gut ist das Objektiv auf die einzelnen Brennweiten runtergebrochen. Ja. Das ist schon erschreckend scharf, also hier, dieses Objektiv. Erschreckend scharf, aber im Sinne von, man kann es super gut einsetzen. Ja, es ist das Gute erschreckend, ja, sagen wir es mal so. Also man fällt da fast vom Glauben ab. Mit dabei an Reiseobjektiven, die ein geringes Gewicht haben, wäre natürlich noch das 1424 mit einer Blende von 4,0. Da wurde vorhin gefragt, ob man es für Astrofotografie nehmen kann. Kann man, aber es ist halt nicht der Spezialist dafür. Das wäre mein Objektiv, was ich mitnehme, wenn ich viele Innenräume oder Landschaften fotografieren möchte auf einer Reise, so als Ergänzung. Ja. Das heißt also auch mal in einer Kirche drin, in einem Tempel, also enge Räume. Das sind so die Sachen. Und dann gibt es natürlich noch die sogenannte Holy Trinity, die heilige Dreifaltigkeit, die ja seit November auch bei Nikon jetzt komplett ist für das Z-System. Das sind dann die drei Zoom-Objektive mit einer Offenblende von 2,8 durchgängig. Also das 1424, das 2470 und das 70-200. Und das heißt eben heilige Dreifaltigkeit, weil was man damit nicht geregelt kriegt, also sagen Fotojournalisten, das kriegt man eh nicht geregelt. Also ja. Das haut nicht hin. Oder aber es würde zu viel Zeit fressen, um damit wirklich eine Reportage gut hinzukriegen in einer geringen Zeit. Aber ich muss sagen, ich kenne schon einige Fotojournalisten, die in dem Z-System jetzt oft das 35er trotzdem bewusst dabei haben, okay. Weil sie einfach die gute Leistung bei Offenblende feiern. Mhm. Und dann halt tatsächlich eher noch für die langen Brennweiten was dabei haben, wie das 70-200. Das war meistens auch so meine Go-To-Kombination, wenn ich Hochzeiten gemacht habe, war immer 35er und dann 70-200, damit habe ich eigentlich immer alles abdecken können. Genau. Also das ist eine schöne Kombi, wenn man das hat. Wir hatten auch gerade nochmal das 24-70 aufgehabt, da haben wir noch eine Frage zu. Im Qualitätsvergleich jetzt von der Kit-Linse, also der Blende 4er und jetzt der 2.8er, ich sag mal so, die Kit-Linse ist trotzdem extrem scharf. Ja. Man muss wirklich gucken, ob man jetzt das extra Gewicht haben will und dann die Offenblende wirklich braucht, finde ich schon fast eher. Das ist tatsächlich das Objektiv, wo die Entscheidung den meisten Leuten am schwierigsten fällt und mir auch am schwierigsten fällt. Ich würde einmal ganz kurz, weil die Folie noch offen ist, was zum 1424 sagen und dann kommt zufällig das 2470 2.8 dran. Das heißt, das 1424 sieht man hier nochmal in einem Bild, wo man auch schöne Sterne im Hintergrund hat. Das Erstaunliche an dem 1424 ist, dass es 350 Gramm leichter ist als die F-Version, aber in allen Punkten besser abbildet. Und die F-Version ist ja nach wie vor eine Referenz. Ja. Und das ist quasi über dieser Referenz. Es ist enorm leicht und es gibt eine Strolligblende dabei, diese hier.
wo ich Filter reinschrauben kann. Mhm. Und das ist für 1424 auch enorm gut. Also ich meine, das machen die wenigsten. Das ist immer ein Problempunkt bei so extremen Weitwinkeln für Naturfotografen. Immer noch mal ein externes System für Quadratsfilter. Das ist immer nervig. Quatsch. Also ja. Kann man machen, hat klar, auch seine Vorteile. Ja. Aber das ist jetzt wirklich sehr flexibel, sehr angenehm. Genau. Und jetzt kommen wir auf zum 470 2,8. Das heißt also eben dieses Standard-Zoom-Bereich, das steht hier drüben, mit einer 2,8er Blende durchgängig. Und ich habe mich am Anfang entschieden für das 4.0, weil es schön leicht ist, schön kompakt ist. Es hat diesen Verriegelungsmechanismus, damit es eben schön kompakt in der Tasche packt, passt. Das heißt also einmal umgedreht, passt wunderbar rein. Das andere ist ein bisschen größer. Und was ich hier an diesem Objektiv schätze, ist die geringe Naheinstellgrenze. Und wenn ich jetzt eine Veranstaltung begleite, muss ich sehr flexibel sein. Und ich brauche dann oftmals selten eine Blende, die geringer ist als 4. Ja. Das habe ich aber bewusst mal das Experiment gemacht. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, ob es jetzt 2 Monate sind. Und habe das 2470 2,8 mal immer mehr mitgenommen und muss sagen, okay, diese eine Blende macht halt dann doch was aus. Und ich habe angefangen, damit tatsächlich schon einige Unternehmerporträts zu machen und bin sehr angetan von der Geschwindigkeit, wie es scharf stellt und eben von der Abbildungsleistung, die doch nochmal ein Müh besser ist. Ja. Gerade eben durch diesen angenehmen Schärfeverlauf und die Mehranvergütung. Ja. 70-200 einmal nochmal ganz kurz und du kannst gerne einfach eine Frage anstellen, wenn du wieder so eine hast, genau. 70-200 natürlich offensichtlich. Da hatte ich vorhin schon gesagt, dass das gerade damit brilliert, dass es so ein geringes Focus-Breathing hat. Das heißt also, 200 mm sind immer nahezu 200 mm vom Abbildungsmaßstab. Das ist enorm gut. Und dieses Objektiv hat Funktionstasten. Das 470 2,8 hat übrigens auch eine Funktionstaste, auch ein Grund für dieses Objektiv. Die kann ich nämlich dann selber belegen. Das hat sogar zwei Funktionstasten, das 70-200. Und sie haben, also das hat noch einen speziellen Funktionsring. Das heißt also einen Ring, den ich mit eigenen Funktionen belegen kann, zum Beispiel zum Öffnen, Schließen der Blende oder zum Ändern der ISO-Werte. Und das ist super angenehm. Und das wäre auch ein Grund zu sagen, hey, ich nehme das 470 2,8 im Vergleich zum 4.0er, weil ich eine Funktionstaste mehr habe und ich habe einen selbstbelegbaren Ring mit Sonderfunktion. Dann werfe ich noch eine Frage rein, die wir noch reinbekommen haben von Bernhard. Sind die Festbrennweiten eher auf Schärfe optimiert oder auf Kontrast bzw. Mikrokontrast? Beziehe ich auf jetzt den 3D-Look, schreibt er. Ja, genau. Geht es um den 3D-Look. Die beiden Dinge schließen sich jetzt aber nicht wirklich aus. Das heißt also, wenn ein Objektiv nicht scharf ist, habe ich auch keinen Kontrast. Ja. Und Autofokus ist ja zum Beispiel nur das Erkennen von Kontrasten. Und darum geht es dann eben auch. Das heißt also, das schließt sich nicht aus. Es geht immer darum, dass ich das Gefühl habe, und das sagen Nikon-Designer immer wieder, die sollen dreidimensional wirken, die Bilder. Klar ist Fotografie ein zweidimensionales Medium, aber alle diese Objektive haben Hintergedanken, wie kriegen wir es hin, dass die Bilder plastisch wirken und das Gefühl habe, ich kann sie so anfassen und genießen und es poppt einem so entgegen. Das stimmt. Ganz kurz noch eine Sache, bevor wir jetzt hier abblenden, sage ich mal. Zum 70-200 gibt es noch zwei Telekonverter. Das heißt also, das kann ich eben auch verlängern. Die sind aktuell nur mit diesen Telekonvertern kompatibel. Nur mit diesem Objektiv kompatibel. Da kommen aber noch mal mehr hinzu. Genau. Was jetzt leider über den Tisch gefallen ist aufgrund der Zeit, ist die Objektive, die noch kommen werden. Das sind die langen Brennweiten. Da kann ich euch versprechen, die werden kommen. Deswegen, Naturfotografen werden auch mit abgedeckt. Da auf jeden Fall mein Auge auch auf Nikon behalten. Falls ihr noch mehr Fragen habt, die jetzt zeitlich leider nicht mehr reinpassen, gerne noch stellen. Wir sind im Chat auch aktiv und werden die dann auch im Nachgang noch beantworten. Das ist kein Problem. Ich würde erstmal sagen, ich bedanke mich für den Vortrag. Es kamen gute Fragen. Ich schätze mal, das hat auch den Leuten gefallen. Und als nächstes haben wir dann den Marcel Peis. Da geht es dann um Fotografie direkt aus der Kamera, ohne großartige Nachbearbeitung. Aber vorher machen wir nochmal eine ganz kurze Pause. Wir bauen das Set einmal um und danach geht's dann weiter.